Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pervert. Wir haben leider Gottes einen Boss angegriffen auf Stufe 50, der uns mehr oder minder auseinandergenommen hat. Daher müssen wir jetzt erstmal, ich glaube bei dem See war das da hinten, zu dem See hinten hin und uns unser Zeug wiederholen. Wir haben jetzt die Stoffrüstung an, die gegen Kälte schützt. Und das T-Shirt, was wir noch dabei hatten, was wir aufbewahrt haben, das Kälteschutz-T-Shirt. Fliegen jetzt hier mal durch dieses Ruinengebiet. Wir können nicht absteigen, oder wir sollten nicht absteigen, denn wir haben keinen Fallschirm. Den haben wir haben jetzt keinen mitgenommen. Kein Gleiter, sagen wir es mal so. Fallschirm haben wir ja nicht. Wir haben ja einen Gleiter eigentlich. Und ja. War das eine Truhe? Die nehmen wir natürlich mit. Da ist ein Portstein, den nehmen wir auch mit. Wenn wir schon mal hier sind. So, wo waren die Truhe? Achso, das war gar keine Truhe. Das war jetzt hier einfach nur ein falscher Schatten. So. Genau. Und hier ist auch noch ein Pearl-Boss. Okay. Ich gehe davon aus, dass der aber auch in der Höhle sein wird. Machen wir erstmal einen nach dem anderen. Ich will den 50er da oben haben. Weiß so, wie es ist. Und da ist, glaube ich, der Eingang zur Truhe, zur Höhle. Den können wir uns mal markieren. Da. Hier. So. Vergessene Mine. Ach, da ist der Boss drin. Oh, okay. Gut, und weiter geht's. Ja, wir können gerade nichts angreifen. Wir haben keine Waffen. Wir haben nur die Pearls dabei. Wir haben keine richtige Rüstung, keine richtige Verteidigung. Keine Waffen, gar nichts. Oh, bitte nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich will nur das Jumbo-Ei haben. Danke und auf Wiedersehen. So. Ab auf die Geister, Zünde. So. Hier können wir eine kurze Pause machen. Da sehen wir schon unseren Strahlemann. Ich hoffe, wir können uns anziehen, ohne dass uns der Boss irgendwie angreift. Der hat uns mit einem Angriff. Wir hatten, glaube ich, aber auch kein Schild mehr, ne? Könntest du bitte mal von meiner Leiche weggehen? Das wäre ganz lieb von dir. Danke. Und ich will dich haben. Und dann will ich einen Sattel für dich haben. Dann kann ich mit dir Galoppilopp machen und fliegen, wenn das machbar ist. So. Okay. Kurz sortieren, tut mir leid. Oh, die ist hinüber. Okay, wir sollten vielleicht doch erstmal zurückkehren, bevor wir Feuerverminderung, bevor wir auf irgendeine Art und Weise beginnen hier. Wir bräuchten Munition. So viel steht außer Frage. Fertiger. Die kann weg. Die ziehen wir dann an. Die
Können wir ja mal anziehen. So, wo ist denn der nächste Supportpunkt? Der war tatsächlich da. Dann erforschen wir kurz noch die Ecke hier hinten. Gehen zurück, reparieren. Ja, wir lassen euch jetzt links liegen. Ich habe dafür gerade keine Zeit. Ich will den Boss haben. Dazu brauchen wir. Oder warten wir noch? Die kältebeständige Rüstung. Aha. Pause machen. Haben wir denn? Nee, haben wir nicht. Dich konnte ich verkaufen. Dich glaube ich nicht. Dich können wir gleich neu bauen. Hier haben wir noch mehr. Achso, wo ist unser Essen? Da. So. Wird mir die Kiste noch organisieren. Das ist aber auch wieder keiner, oder? Wieder so inne, okay. Sturmgewehr haben wir schon. So ein kleines Ei. Wenn, dann brauchen wir Jumbo-Eier. Gerade, glaube ich, würde ich sagen. Ah, noch ein bisschen im Norden. Ah, perfekt, da ist noch eine Kiste, die wir vergessen haben. So, von euch brauchen wir keine mehr. Da ist auch noch eine Kiste. Ich sehe sie von hier. Keine Ahnung, wer mich jetzt angreifen möchte. Hab's ehrlich gesagt nicht gesehen. Die Richtung geht klar. Ist da eine Kiste? Ist das nur ein Spalt? Nur ein Spalt, da war aber eine Kiste, das habe ich gesehen. Also ich will den Boss definitiv haben. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich jetzt schon ran sollte. Weil die 50er, die hauen ganz schön fies rein. Komm, landen. So, denn. Das ist ja immer noch. Okay. Ausläufer der City. Das ist ein Jumbo. Nee, das ist auch nur ein einfaches. Okay. Bin ich jetzt schon so blind? Hm. Hier ist aber. Also, ich habe ja gehofft, dass vielleicht hier so drauf irgendwie noch Kisten sind, aber irgendwie nicht so, ne? Hm. Jetzt können wir. Stimmt, in dem Tal war ja. Ich depp, da war ja auch einer. Wir müssen ja nicht mal nach da oben. Das reicht aus, wenn wir ins Tal gehen. Ja. Immer mit der Ruhe. Gibt, kannst gleich Futter, Futter machen. Irgendwo hier unten. Wir haben angelegt. Naja, Gott sei Dank da. So. Erstmal ab nach Hause. Das tat weh. So, wir können jetzt direkt die nächste Rüstung bauen, ne? Ach nee, das ist. Hä? Warte mal, haben wir nicht. Die? Was haben wir für ein Rezept bekommen? Hochwertig. Hochwertige Hitzeresistente. Ach so. Ich dachte, das wäre. Hör auf! Ich hasse dich. Hasse dich! So. Das
haben wir hier? Pistole. So. Du kommst weg, du kommst weg. So, das T-Shirt will ich hier auch drin haben. Machen wir die Accessoires weg. Du kommst nach da. Da ist, glaube ich, voll. Dann packen wir die Accessoires erstmal hier rein. Haben wir nicht noch die Ringe dabei gehabt? Achso, hier, die Gleiter hatten wir noch. Können wir auch die Ringe nehmen. Grasschaden, Eisschaden. Das ist gut. Den Ring brauchen wir natürlich, wenn wir da oben rumrennen. Warum habe ich den noch nicht gewechselt? T-Shirt an. So. Erstmal kurz Sachen wegbringen. Und die Eier können wir dann auch gleich machen. So. Wie viel haben wir von den Kleinen noch? Genug. Dum, 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 dum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auch gut. Davon braucht man nämlich auch eine ganze Menge eigentlich. Wir haben zwei Seelen nur. Damit können wir ihn nicht hochbringen, ne? Aber wir können ihn zumindest schon mal so hochbringen wie den Rest. Haben wir noch dabei? Sturmgewehr? Haben wir. Ne? Das war doch die Blaupause von hier, oder? Achso, die haben wir nochmal bekommen. Metallrüstung war, glaube ich, oben. Hochwertige Metallrüstung. Hochwertige hitzeresistente Metallrüstung. Oh, die hatten wir noch nicht. Ah. Kälteresistente hatten wir. Okay. Dann scheint. Haben wir dich auch noch nicht? Hochwertiger. Oh. Mal gut. Tropische Tracht. Aha. Gut, haben wir, haben wir, haben wir. Dann euch noch weg. So, 300. Ach, ich Depp. Spinn doch, ein Depp. Also ich glaube, ich warte noch, bis ich meine Perks ein wenig noch gepusht habe, so auf 48, 49. Wie gesagt, wir erkunden jetzt erstmal. Wir gehen dann auch zum Baum rüber. Wir haben ja oben den Baum. Und gucken, ob wir da hinkommen. Das wird dann, sobald wir die Insel erforscht haben, das nächste Ziel sein. Tatsächlich den Baum zu kontrollieren. Ob das machbar ist. Okay, passt. Gut, dann können wir dich auch noch braten. So. Okay.
Okay. Ja, leider müssen wir hier auch wieder. Ran. Dann. Fünfzehn davon. 30 davon. Können wir Munition an dem hier herstellen? Oder nur Waffen? Nee, auch Munition. Perfekt. Hundert Schuss. Denn davon haben wir so gut wie gar nichts mehr dabei. Hier nehmen wir noch ein paar Schuss mit. Pistolenmunition. Wir haben keine Pistole dabei, deswegen kann die tatsächlich erstmal hier eingelagert werden. Die Sphäre und die Dings kann weg. So, ja, die paar Sekunden warten wir dann noch. Och Mann, Leute, ihr sollt doch. Könnt ihr nicht einfach schnell einsammeln? Ist doch nicht so schwer. So. Okay. Oh, lass mal schon mal die ersten Zemente mitnehmen. Oder auch nicht. Viel Spaß beim Arbeiten. Kleine Eier haben wir gar nicht mehr so viele. Dann nehmen wir mal die mit. Der Munition scheint so im Fokus zu stehen, ne? Haltet ihr für? So. Dann. Hier wollte ich nochmal gucken. Da haben wir einen. Ein Kurzeimer. Nee, komm hier. Er ist hart im Nehmen und so. Dann bringen wir ihn jetzt auch hoch. Kann der Rest verkauft werden. Ich glaube, der eine war leider Gottes schon hoch, ne? Er hier? Nee, doch nicht. Oh, interessant. Nein. Du doch nicht. Du kommst doch. Kaltblütig, hart im Nehmen. Also der ist ein guter Kämpfer, würde ich behaupten. Oh. Dann haben wir den Dicken. Irgendwas Besonderes. Ich glaube nicht, ne? Hier. Fleißig, okay. So. Dann Mammut. Müssten wir jetzt auch genug haben. Yep. Mammut. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir. Er hat halt gar nichts. Neutralisator. Arbeitsvieh ist schon mal gut. Wir nehmen jetzt Arbeitsvieh. Dafür kommen die weg. Hiervon. Oh, okay. Du bist ein Grobian. Haben wir da was Besseres? Ein Forstmeister. Ein Fragiler. Fast ein Profi. Nehmen wir den Forstmeister. Okay.
So. Der Rest sollte passen erstmal. Jetzt müssen wir noch sortieren kurz. Munition habt ihr fertiggestellt. Perfekt. So, du kannst verkauft werden, du kannst verkauft werden, du natürlich nicht. Oh, da haben wir. Okay. Bam, bam, bam. So. Du kannst auch verkauft werden. Du natürlich nicht. Ihn. Machen wir auch schon bald zumindest ein paar zusammen. Jetzt müssen wir ihn austauschen. Da müssen wir nämlich jetzt aufpassen, dass wir hier die richtigen haben. Auch hier von denen hat man da auch einen, ne? Nee. Hier war so. Er hier. So. Die können dann auch weg. Sowieso. Erst recht. Und hier glaube ich auch. Oder hat man Katzen noch? Sieht nicht danach aus. Okay. So. Bringen wir euch nach da. Die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir die jetzt fertig kriegen. So, machen wir erstmal so. Dann reparieren wir noch ein bisschen. Oh, Stoff. Okay. Macht man mit dem Zement, ne? Ich brauche Stoff. Ist mir ja nicht aufgefallen, dass der uns der Stoff aussieht. Was noch? Ich? Okay, das geht. Können wir das mitnehmen? Nehmen wir auch das mit? Natürlich. Natürlich sind wir wieder zu voll. Weil die 300 da viel doppelt so schnell. Die da doppelt so schnell, ne? Die Holzkohle dort zu fertigen. Es tut mir leid, dass ich so langsam bin. Ich könnte mal gucken, wie viel Stoff ich brauche. Vielleicht kann ich das auch an der Werkbank schnell machen. So. Wie viel brauchten wir fürs Reparieren? 1 Stoff, ne? Den kann ich auch so an der Werkbank herstellen. Erstmal. So, und dann stellen wir aber dich. Dich. Okay, dann sieht das schon mal gut aus. Und dann können wir hier. Produzieren. Wir haben noch Zement, sehr gut. Na dann. Wir gehen wieder los. Es wird Tag. Und wir haben natürlich hier noch ein bisschen was zu erforschen. Dann gehen wir nach da. Welches Level ist er denn hier?
Erst 46 nur, na, den schnappen wir uns mal. 46er kriegen wir ja schnell. Relativ schnell, sagen wir es mal so. Oder er ist nicht so gefährlich wie der 50er, ne? Komm her. Oh, visionäres Technikbuch, okay. Was hat denn damit auf sich? Ja. Hab da was für dich. Aua, warum hat's mich getroffen? Muss ich langsam aufpassen. Im Flug. Okay. Jetzt müsste ich maximal den Körper treffen. Wie? Ein Antik? Okay, was bringt, wie viel bringt mir das denn? Technologiepunkte? Acht. Wir haben 18 Punkte. Was ist los? Was ist los? Hä? Hä? Was war das? Wir haben 18 Punkte. Das gab 3. Sag ja, die Bosse sind einfach viel einfacher. Besonders wenn wir sie einfach nur platt machen müssten. Wenn wir sie nicht mal mehr fangen, sondern nur noch platt machen. Wie schnell wir, glaube ich, dann Punkte farmen würden. Glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, wie viele Punkte wir bekommen haben. Muss ich dazu sagen. Nee, falsche Richtung. Wir müssten in die Richtung, ne? Ich glaube, da lang. Ja. Das ist schon richtig da. Da ist eine Kiste. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Also, wir müssen Kisten farmen. Wir müssen theoretisch bestimmte Perks farmen. Damit wir hochbekommen, unsere Perks. Oh, ne, die brauchen wir nicht mehr. Die können wir einfach platt machen jetzt. Das ist das Schöne. Die können wir. Und das gab einfach mal knapp 3000. Da ist wieder eine Kiste. Halt da. Ja. Und da sind auch mindestens ein Pearl, was wir gebrauchen können. Eigentlich seid ihr doch immer im Doppelpack normalerweise unterwegs. Prozent. Also wenn das jetzt nicht geklappt hätte, ne? So. Jetzt kann man da auf den Berg, glaube ich, ne? Ja. Ab Richtung Berg. Außer hier ist natürlich noch eine Truhe.
So ein Ei. Was? Nix hier. Oder gab... Da gaben aber beide, hä? Okay. Pfandquote von 100%. So muss das. Da haben wir eine Kiste. Sehr gut. Eine Mitzekatze brauchen wir nicht. Goldschlüssel. Ah, und jetzt hier so lang. Wenn wir ungefähr diesen Weg hier lang gehen. Wir müssen halt gucken, wie gesagt, ob wir irgendwo unterwegs Kisten finden. Da könnte zum Beispiel eine tatsächlich stehen. Ist natürlich eine Ecke weg. Steinkohle. Ah, aber nur drei Erz und ein Steinkohle. Lohnt sich also nicht, hier irgendwas aufzubauen. Natürlich war das jetzt. Ja gut, dann können wir auch in die Richtung erstmal weiter. Ist ja ohne weiter schlimm. Außer dass es nach oben geht, fällt mir kurz auf. Oh, aber vielleicht nicht ganz so weit hoch, weil wir ja schon eine Menge haben. Weiß gar nicht, ob wir von denen haben wir. Haben wir die schon voll? Ja, dich haben wir jetzt gesehen. Haben wir euch schon voll. Wo sind sie denn? Hä? Da. Nee, haben wir nicht. Schnappen wir dich da auch noch mal. Oh, hier, guck mal. Okay, 7 Steinkohle und 2 Eisen. Also das Verhältnis passt nicht, aber es wäre auch noch eine Möglichkeit, hier einen Stützpunkt zu bauen, wo man sagt, wir haben halbwegs. Was ist das denn? Achso, die stehen da am Felsen. Wir haben halbwegs Ressourcen, die passen. Wir haben halt. Ja, gut, Holz haben wir in der Nähe. Könnte man holen, wenn wir brauchen. Müssen wir nicht unbedingt wegporten. Also nicht zwangsweise, aber. Ja, wir müssen doch den Berg ganz schön weit hoch. Schade, Banane. Müssen halt nur mal gucken, wie hoch. Weil eigentlich habe ich nicht vor, ganz nach oben zu gehen, schon wieder. Oh. Naja, wir müssen immer noch einen Meter jetzt ausruhen. Irgendwo. Da nicht. Hier. Das ist ja nicht mal mehr viel, ne? Wenn wir das sehen, es hat jetzt noch hier hoch, dann nach links. Also so weit ist es ja nicht mehr. Ich würde fast sagen, bis hierhin und dann müssten wir das haben. Nee, doch noch nicht. Na toll, hier sind wir doch fast oben. Ich höre im Hintergrund immer Wölfe schreien, obwohl es ja hier eigentlich so Wölfe nicht gibt. Oh, was war das denn gerade?
Hat sich gerade irgendwie die Farbe kurz geändert. Der ist ja immer noch ein Müh. Was soll denn das? Dieses kleine Müh kann doch mal bitte jetzt verschwühen. So, jetzt aber. Ja. Okay, dann. Nee, nicht mal ansatzweise da auf den Bett. Nee, auch nicht. Da lang? Okay. Also die Richtung jetzt hier. Nee, nicht mal. Du meine Güte. Auf den Berg rauf? Tatsache, das ist das Stück Berg, was wir hier der Seite haben. Aber was wir natürlich von hier oben sehen, ist natürlich die Insel. Wir sehen ja alle Inseln. Oh, warte mal. Wir sehen eins, wir sehen zwei. Eins. Doch, da müsste die. Nee, eins sehen wir. Zwei, drei. Mehr gibt es nicht. Gut zu wissen. Oh, das war mir nicht klar, dass wir von hier oben aus das alles sehen. Oh, welche Insel ist. Okay, man hat natürlich damit eine richtig geile Weitsicht gehabt. Eieiei, weil wenn wir tief kommen, dann kommt nämlich der Nebel. Und der sorgt natürlich dafür dann, dass wir das nicht mehr sehen können. Wir müssen jetzt da wieder über den Berg rüber. Okay, gut zu wissen. Sehr schön. Sprich von oben vom Berg, von dem anderen haben wir es nicht geguckt, haben wir nicht geschaut, ne? Ob wir das sehen können oder nicht. Aber ist schon beeindruckend. Also man kann sagen, was man will. Der Blick ist schon beeindruckend. Kurz absteigen, da kann er Obert Habba machen. Oder ist er voll? Nee, wollte schon sagen. Ja, ich hab's verstanden. Deswegen bin ich doch abgestiegen. Dann konntest du alleine Habba Habba machen. So, das könnten wir so, ja. Die Folge noch schaffen, hier alles schön zu erkunden. Ich hoffe es. Schlupp. Aber manchmal verändert sich. Liegt das an der Sonne, dass sich dann so das so leicht verändert manchmal? Die Sicht. Hier ist nichts oben, schade. Das ist nun Ei. Da schon wieder. Jetzt ist Teller geworden. So, ich verstehe nicht, warum das manchmal so und manchmal so ist, aber okay. Kann natürlich sein, durch die Weitsicht, dass man da so ein bisschen andere Sicht dann hat. Weil da wird wieder eine Truhe stehen. Ich habe nur keinen Bock, so weit tief zu fliegen. Wir nehmen die Truhe da. Nein, wir müssen nach da. Okay. Kurz absteigen. Da ist auch eine Truhe, perfekt. Ja, und den brauchen. Ja, die brauchen wir. Tut mir leid, ich muss mal ganz kurz nochmal eine Pause einlegen.
Es tut mir leid, aber ich brauchte euch. So. Ich bin... Oh, hier oben wäre... Quarz. Hier wäre ein theoretischer Quarzstützpunkt machbar. Ja, aber... Quarz brauchen wir, glaube ich, nicht so viel, ne? So, dann haben wir den Teil auch erforscht. Können jetzt so rüber. Okay, die Truhe hätte ich aber übersehen. Definitiv. Das ist das, was ich meine mit hier, sag schon, Wald. Man sieht die Truhen vor lauter Bäumen nicht. Mit euch. Oh, eigentlich mit euch will ich mich nicht rumprügeln. Nicht, wenn es nicht sein muss. Könnt gerne weiter die Wand da anstarren. Gar kein Problem mit. Ja, passt. Haben wir hier nicht noch irgendwo? Nee. Schnee drauf. Ich weiß auch gar nicht, ob in der Grünzone vielleicht doch ein bisschen mehr Truhen sind. Haben wir 10 von den Eledeles? Ich habe schon wieder irgendwas entdeckt. Erstmal von denen. Nee, haben wir noch nicht. Ah, da war auch das, was wir entdeckt haben, angeblich. Ach, dich. Ja. Ah. Oh, knapp, aber... Nein! Och Mann. Das ist bitter. Davon bräuchten wir noch 2. Was ist, wenn ich das mache? Erwische ich ein? Okay. Also beschafft euch den Knüppel, der ist Gold wert. Brauchen wir nicht mehr. Oh, 2 Eledeles noch und dann hätten wir die auch voll. Selig. Keine Gießen weit und breit. Hinter Bäumen verstecken sie sich bestimmt. Machen wir die Biege ganz schnell. Aua. Ich
Seid gemein. Hört auf mich zu schießen. Böse, 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 böse. Komm her. So. Bisschen in die Richtung noch. Und dann wären wir theoretisch hiermit auch fertig, oder? Noch ein bisschen nach da. Da ist sogar eine Kiste. Guck mal. Kiste und eine Statue. Und da ist auch noch mal eine Kiste. Okay, die holen wir uns noch. Die... Was ist denn jetzt passiert? Ey, ey, ey. So. Ich weiß, es ist Nacht geworden, aber... Ihr müsst mir doch nicht das Licht klauen. Och Mann, warum kriege ich nicht mal... Ja, das ist doch doof. Ich brauche keine lila Kisten, ich brauche immer noch die goldenen Kisten. Na, theoretisch brauchen wir auch noch einen Eledil, aber wir haben gesagt, wir machen jetzt Feierabend und dann machen wir auch Feierabend. So. Which, deswegen gehen wir jetzt erstmal in unsere Base. Und dann machen wir jetzt hier auch direkt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.